Hallo Freunde, gerade ist etwas sehr, sehr Besonderes passiert. Und schaut mal, in Brookhaven ist einfach das Halloween-Event rausgekommen und das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Das heißt, wie letztes Jahr gibt es einfach ein Süßigkeiten-Such-Event hier. Es steht hier, dass es einmal Easy, Hard, Medium und Extrem gibt. Extrem werde ich eigentlich nicht spielen, weil das ziemlich, ziemlich extrem und schwer ist. Aber ich denke, wir fangen auch direkt an, einmal mit Easy. Und hier ist einfach das Ziel, 12 Süßigkeiten zu finden, die hier auf der Map verteilt sind. Hier sehen wir schon das erste und dann schon das zweite. Und wie der Name schon sagt, ist Easy auf jeden Fall ziemlich einfach. Es wird mit der Zeit auf jeden Fall immer schwieriger. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran und abonniert jetzt gerne schon mal den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich werde euch auf jeden Fall auch alle Locations hier zeigen, damit ihr das selber nicht machen müsst. Oh, hier ist tatsächlich noch eins. Und hier auch. Also Easy, denke ich, schaffen wir ziemlich schnell. So, zack. Dann ist hier noch eins. Und außerdem ist auch die ganze Map einfach anders. Hier zum Beispiel sind jetzt überall Schilder, dass man langsam machen soll, weil hier einfach Leute sind, die Trick or Treat suchen. Passend dazu gibt es auch ein neues Item, wenn wir mal ganz runterscrollen. Und das hier ist einfach so ein süßes oder saures Paket. Hier, das denke ich, können wir auch gleich einfach dran lassen. Und genau hier sind drüber so Geisterkürbisse und normale auf der ganzen Map verteilt. Okay, wo können wir weiter suchen? Ist jetzt hier die nächste Frage. Ah, hier ist tatsächlich noch eins. Das heißt, so wie es aussieht, ist Easy überall hier am Spawn verteilt. Man muss gar nicht so weit laufen hier. Und ich habe direkt 12. Let's go. Wir haben das erste von 4 Fahrzeugen freigeschaltet. Das können wir auch direkt einmal nachgucken. Und hier ist es. Ich weiß nicht, ob das nur zu Halloween gibt oder auch danach noch. Aber ich kann mich ja mal reinsetzen. Und sieht das nicht nice aus? Das ist sogar orange. Und das ist auch ziemlich lustig hier. Ich weiß gar nicht, wie schnell das normal fährt. Aber auf jeden Fall können wir das mal auf 200 machen. Wenn wir einfach richtig schnell fahren. Let's go. Oh Mann, ey. Oh Mann, das wird immer schneller. Hilfe. Oh Junge. Okay, ich habe hier ein bisschen gedriftet, aber ich bin wieder am Spawn angekommen tatsächlich. Okay, dann machen wir es nächstes einmal Medium. Vielleicht machen wir heute auch noch Hard, aber ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu schlecht. Aber so wie es aussieht, ist hier auch schon direkt das erste. Das zweite habe ich hier auch schon gesehen. Und das dritte. Oh, dann habe ich mich hier verschaut. Oh, aber da ist das dritte. So, ich habe jetzt auch mein Skateboard rausgeholt, damit ich einfach viel schneller fahren kann. Zack, zack. Und jetzt geht das Ganze auch schon ziemlich schnell. Ich denke, es ist doch ziemlich einfach, alle Dinge zu finden hier mit dem Skateboard. Vor allem, wenn man so schnell ist wie ich. Let's go. Auf jeden Fall waren die bei Easy nur am Spawn versteckt. Und hier sind sie jetzt überall, so wie es aussieht. Ich hoffe mal nicht in Häusern, da schaue ich jetzt nicht rein. Es geht auch ziemlich schnell. Mal hier. Und da drüben habe ich noch eins gesehen. Okay, es geht echt schnell. Ihr könnt auch gerne das hier alles nachmachen und es als Tutorial benutzen sozusagen. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch welche sind. Aber es sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Oh, doch, hier bei dem Krankenhaus ist noch eins. Das habe ich ganz vergessen. Okay, dann schauen wir mal da hinten. Oh, tatsächlich. Hätte ich fast eins übersehen. Aber wir können mal schauen. Ich weiß nicht, ob da drinnen was ist. Hm, oder ist irgendwas? Nein, okay, das hat nur so ausgesehen. Aber hier ist eins und da drüben ist noch eins. Wir haben schon 16 von 20 mit dem hier. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gleich auch das Medium freigeschaltet. Oh, hier ist noch eins. Und hier hinten 18 von 20. Mir fehlen noch 2 Stück. Und da könnt ihr auch jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches von den Autos ihr hier am schönsten findet. Oh, ich finde die Frage ziemlich schwer. Aber ich glaube, ich finde sogar das Medium und das Easy hier am schönsten, weil die einfach so richtig kürbismäßig aussehen. So, und wenn ihr schon mal unten seid, dann könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren, Leute. Das ist ein Klick und der würde mich unendlich unterstützen. Und hier ist direkt noch die nächste Süßigkeit. 19 von 20. Oh Mann, ey. Eine fehlt uns noch. Ich habe hier direkt das letzte. Und damit haben wir das neue Fahrzeug unlocked. Das schauen wir uns auch direkt einmal an. Oh wow, das sieht echt nice aus hier. Der Kürbis vorne droben. Und wir setzen uns hier mal rein. Oh, was denn hier oben? Ein UFO. Wow, okay. Aber zuerst schauen wir uns einmal das Auto an und danach können wir uns auch das UFO von mir aus anschauen. Und Leute, hier brennt es einfach so aus der Seite raus. Wir können ja mal hochfahren. Und ich frage mich auch, ob wir das umfärben können. Oh, das können wir sogar. In grün vielleicht. Und dann ist hier alles grün. Nur der Kürbis nicht. Oh Mann, das UFO verfolgt mich ja hier oben. Ich mache es mal ein bisschen dunkler, weil jetzt sieht es ja richtig gruselig aus. Das gefällt mir ziemlich gut. Und man kann sich hier oben sogar draufsetzen. Und was weiß ich, wenn ich... Es ist einfach ein Panzer! Okay, das ist echt cool gemacht. Das gefällt mir. Und das UFO ist direkt über mir. Oh Mann, ich muss mir jetzt wirklich mal das UFO holen. Zack, und hier oben bin ich. Ich steige einmal ein. Und wir fahren einmal nach oben. Und yo, das sieht ja so nice aus. Leute, schaut einfach mal. Letztes Jahr gab es ja auch schon das UFO. Und der Helikopter ist jetzt einfach hier das UFO geworden. Ich denke, damit können wir auch viel besser Süßigkeiten suchen.
Man sieht ja auch schon die ganze Map hier. Die ganzen Bäume sind orange und hinten sind sie einfach schwarz geworden. Okay, dann fahren wir wieder runter zu den Aufgaben und machen jetzt hart, Leute. Ich denke, das ist das nächste Extreme. Werde ich nicht schaffen, soweit ich weiß, weil das ist echt ziemlich schwer. Das hat nicht mal Lami geschafft. Das ist mein UFO weg. Oh nein. Okay, dann schauen wir einmal, wo wir hart schaffen werden. Drücken einmal drauf und wir warten. Und es ist 30. Okay, was steht da denn? Ich lese gerade, dass der Hard-Modus nur hier in der Stadtmitte ist. Das heißt, das ist auch einfach. Und das UFO ist gerade in den Pool gefallen. Ich hole wieder das allbeliebte Skateboard raus und ich suche einmal direkt los. Okay, ich habe das erste hier. Zack. Und das zweite ist hier ein bisschen weiter oben. Aber ich komme hier gar nicht hoch mit dem Skateboard. Doch, 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 doch. Jetzt habe ich's. Okay, da oben ist auch direkt noch eins auf diesem Logo oben. Ich denke, ich bräuchte mal eine Leiter. Bringe hier hoch und habe damit schon die vierte Süßigkeit. Oh, da oben ist direkt die nächste. Und in dem Korb sogar. Oh, das war gar nicht gewollt, hier hinzugehen. Aber ich habe sie. Das nehme ich doch gerne mit. Haben wir schon sechs. Und das, denke ich, sollte auch gar nicht mal so lange dauern hier. Ich habe es mir echt schwerer vorgestellt. So, dann suchen wir jetzt erstmal hier ab. Und da drinnen. Oh Mann, es können sogar jetzt die Süßigkeiten in Gebäuden spawnen. Okay, das macht das Ganze um Welten schwerer. Ich dachte echt, dass es nur beim Extreme-Modus in Gebäuden spawnt, aber anscheinend ist es beim Hard-Modus auch schon gut. Das macht doch Sinn, weil Hard ist ja, dass es schwieriger ist. Oh, da liegt eins unter der Treppe, das habe ich fast übersehen. Dann schauen wir mal hier hinten und da oben. Gehe ich einmal hier mit der Leiter hoch, wenn ich es schaffe. Okay, gut. Dann hier, vielleicht hier drinnen sogar, aber das bezweifle ich auch, um ehrlich zu sein, weil das dann schon echt schwer wäre. Aber hier war nichts. Oh, hier ist eins. Nehme mal die Keycard hier, gehe hier nach oben und schau, ob hier drin etwas ist. Oh, jetzt habe ich die Bank umsonst ausgeraubt. Oh Mann, dann ganz schnell weg hier, lasst mich raus, Hilfe, ich war das nicht. Oh, ich war das nicht, ich war das nicht, ich war das nicht. Ah, da hinten ist was. Oh, sehr nice und... Ist da jemand gewesen? Hallo? Aha, du warst es. Ich dachte gerade schon. Und dann gehen wir mal hier rein, denn hier war ja schon mal eine Candy. Das heißt, vielleicht ist da doch noch eine andere irgendwo. Vielleicht da oben. Hier drin kann ich es mir auch nicht so vorstellen. Nee, hier drin war auf jeden Fall auch nichts. Oh, da oben ist direkt eins. Das muss man ein bisschen Parkour machen. Einmal hier hin und dann hier drauf. Hier ist nämlich so unsichtbares Glas irgendwie. Oh, da oben ist noch eins. Muss man wieder ein bisschen Parkour machen. Einmal hier hoch und dann hier rein. Auf der Kirche. Oh ja, auf der Kirche drum ist etwas. Und jetzt kommt Sprung. Oh, let's go. Das haben wir auch geschafft. 15 von 30. Jetzt offiziell die Hälfte. Und oben sehe ich direkt eins. Okay, wie kommen wir zu dem hoch? Ich denke mal mit der Leiter. Und oh, let's go. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt brauche ich hier noch eine Leiter, so wie es aussieht. Und ich habe es eingesammelt. Okay, dann schaue ich mal hier unten. In der Waschanlage ist eins drin. Da gehe ich einfach so rein. Hä? Im Kino ist ja absolut nichts. Och, Mano. Hier, ich wollte gerade aus dem Gebäude rausgehen. Und ich habe hier einfach die Candy gefunden. Oh, das war echt knapp. Hätte ich die nicht gefunden, wäre das ganz schön blöd gewesen. Aber da drüben sehe ich schon die nächste. Die sammle ich direkt ein. Hier, ich habe gerade ein bisschen weiter rausgezoomt. Und wir haben 20 von 30. Nur noch ein Zehntel fehlt uns. Oh, yes. Ich denke, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier, oh Mann, ich bin so blind. Über diesen Einkaufsladen ist einfach ein Candy. Das sammeln wir auch ein. Im Eiscreme-Laden, oh ja, wir haben 22 von 30. Ich weiß nicht, ob wir schon beim Krankenhaus waren, aber wir können ja mal gucken. Hä, da liegt ja ein Candy auf dem Baby. Und dann, ich rette dich. Let's go, gern geschehen. Ich nehme die Candy doch gerne. 23 von, warte mal. Oder habe ich das gerade dem Kind weggenommen? Oh Mann, ey, das ist echt so schwer. Vielleicht hier in einem Grab irgendwo drinnen. Dahinter. Let's go, 24, nur noch 6 Stück. Das heißt, schaut auf jeden Fall bis zum Ende, damit ihr sehen könnt, wie ich das letzte hier freischalte. In der Town Hall, also in der Bürgermeisterhalle hier. Da war ich noch gar nicht. Ah, da oben ist eins. Das habe ich ja direkt gesehen. Hier, zack, 25, nur noch 5 Stück. Oh, ich bin gerade nichts ahnend hier nach hinten gefahren und hier ist einfach eins. 26, ey, ich frag mich echt, wie ich die ganzen Sachen übersehen konnte. Ich bin so unfassbar blind. Auf dieser Rutsche ist einfach eins drum. Ich bin gerade vorbeigeschwommen und ich habe es jetzt erst gesehen. Oh Mann, ich bin so blind. Einmal Hashtag BlindAry in die Kommentare. Oh Mann, ey. Ich habe noch eins gefunden. Da oben
Da oben, da muss ich ganz schnell drauf. Einmal hier, zack, zack. Und let's go, wir haben 28, noch zwei Stück. Oh, ich habe eins gefunden. Let's go, ich wollte gerade echt aufgeben. Und jetzt ist hier oben, das ist ja so ehrenlos versteckt, wirklich. Oh Mann, ey, einmal hier hoch. Ich habe 29, komm, ein letztes. Und ich bezweifle echt, dass ich das finden werde. Komm, alle gerne jetzt liken, damit ich es finden kann. Oh Leute, ich finde das letzte Teil wirklich nicht. Das ist echt super belastend, aber es tut mir auch richtig leid. Aber es gibt noch eine coole Sache, die ich euch zeigen will. Und zwar gibt es einfach neue Kleidung, wenn wir mal zu Jungs gehen. Es gibt einfach Halloween-Kleidung hier in Brookhaven, die ihr euch kostenlos anziehen könnt. Es gibt aber auch noch eine nice Sache. Und zwar, hier habe ich Halloween-Merch, den könnt ihr euch gerne kaufen für 5 Robux, immer in der Roblox-Gruppe. Und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Video wieder, das hier direkt auf dem Bildschirm ist.